In dem Video geht es um das Tasmanian Tiger Rainsuit oder zu Deutsch tasmanischer Tiger Regenmanteljacke. Wenn ihr interessiert, was es kann und was es nicht kann, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Und gleich einmal zwei Dinge. Erstens, es geht nicht um dieses Pelz, Kunstpelz-Dingsbums hier. Und das zweite ist, mein Hund läuft herum, der Fuchsi, den kennst du ja vielleicht schon. Wenn nicht, gebe ich dir da den Link zu einem Video, wo ich mit ihm im Wald unterwegs war. Und das gehört Zeit, also, weil es Schnee ist und ihm das extrem Spaß macht, den Lauser, dass er zu bellen anfängt. Also, verzeih mir vielleicht die Unterbrechung. Es geht um das Tasmanian Tiger Rain Suit. Natürlich kann man das zu Deutsch auch sagen. Das heißt, es geht im Endeffekt um diese Regenjacke hier sozusagen. Und bevor wir jetzt die Funktionalitäten anschauen, mag ich da gleich einmal im Detail das Material zeigen. Was mir bei dieser Jacke gut gefällt, ist die Farbe. Und der Grau ist meiner Meinung nach unauffällig. Kann man in der Natur tragen, kann man aber auch in der Stadt tragen, ohne gleich komisch angeschaut zu werden. Und es ist alles doppelt verklebt. Also alle Nahtstellen sind doppelt verklebt. Auch der Reißverschluss ist wassergeschützt. Ich meine, das ist nicht wasserdicht, das ist eh ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall sauber und gut verarbeitet. Ja, ich zeige dir dann nachher auch noch die ganzen Taschen und all das, das ist eh ganz klar. Und hier, wenn ich jetzt den Zip zumache, diesen Teil hier, ist noch einmal innen ein Schutz. Das heißt, das ist noch einmal ein Schutz vor Reinziehen, ja, weil es ist ja auch ein Windstopper sozusagen und auch noch einmal ein Feuchtigkeitsschutz. Das ganze Teil kann man hier bis ganz oben zumachen. Es gibt dann auch noch eine Kapuze, die man einstellen kann, das ist eh ganz klar. Gut, so. Jetzt, bevor ich die Taschen herzeige, die es da überall gibt, mag ich gleich einmal was dazu sagen. Das ist eine Regenjacke. Das heißt, wenn du dir die Frage stellst, isoliert die, dann sage ich, nein, überhaupt nicht. Ich habe auch jetzt hier eine kleine Isolationsschicht, so eine Kunstdaunenjacke unten angezogen, weil sonst würde man jetzt bei diesem minus 1 Grad, die wir hier aktuell haben, ganz einfach deutlich zu kalt werden. Das ist ein Regenschutz und ein Windstopper. Das heißt, die Idee, die ich bei dieser Jacke habe, ist, wenn es kälter ist, dass ich unter dieser Jacke, im Zwiebelprinzip sozusagen, etwas Isolierendes anhabe und oben drüber das Winddichte und Wasserfeste. Ich meine, wasserdicht, ja, was ist wasserdicht? Da muss man, weiß ich nicht, da muss ich mich in ein Haus reinstellen oder in ein Auto setzen, damit eine wasserdicht oder in eine Plastikfolie einwickeln. Hier ist doch eine gewisse Atmungsaktivität gegeben und das ist okay. So, jetzt mag ich da zeigen, ein bisschen was zur Funktionalität. Es gibt hier die gute alte Napoleon-Tasche, ja, wie man so schön sagt. Also da passt auch einiges rein, wie du siehst, von hier, bis ganz nach hinten. Also da passt wirklich einiges rein, das ist absolut in Ordnung. Dann gibt es hier im unteren Bereich, ja, auch zwei Taschen. Ich finde, dass auch das absolut okay ist. Und das war's auch schon. Du kannst hier unterhalb der Ärmel, so jetzt stelle ich die wieder um, das hier kann man öffnen oder eben schließen. Weil eins ist auch klar. Trotz all der Permeabilität und luftdurchlässig und atmungsaktiv, wenn du da ein bisschen ins Schwitzen kommst, ja, dann steht hier der Schweiß und daher kann man das öffnen. Das geht auf beiden Seiten, das spare ich mir jetzt. Das ist alles gut gemacht und so, wie es sein soll. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den unteren Bereich zuzumachen, also sich wirklich das zuzuziehen. Das passt alles, das wie man halt von einer Jacke erwartet. Ich meine, Herrgott, Sakra, ja. Das muss ganz einfach drin sein. Da der Kinnschutz, das bei kalter Temperatur das nicht am Kinn anliegt und das anfriert, das ist schön gemacht. Hier diese Bereiche, die beim Kinn und insgesamt beim Halsbereich anliegen, ist das so ein kleines Vlies eingebaut, dass es erstens nicht kalt wird und angenehm ist. Natürlich, wenn man ein Bartträger ist, so wie ich, dann wird das mit der Zeit natürlich aufrauen, aber das ist ganz einfach so. Und alle Taschen haben das hier. Das hier. Also da ich ja Kopfhörer sehr selten einsetzt und besonders nicht in der Natur, weil da kann ich gleich meinen Kopf in den Sand stecken oder in den Schnee stecken hier. Ich mache das nicht, aber es gibt Leute, die das machen. Und da das ja eine taktische Jacke ist, könnte es ja sein, dass man wie ein Security oder ein Spezialsoldat, was ja total okay ist, hier einen Kopfhörer hat, damit man sich mit den Kameraden austauschen kann. Soll so sein, brauche ich nicht. Und ist auf jeden Fall bei allen Taschen gegeben, dass man da rein kann und eben sich verkabeln kann. Ich brauche es nicht und soll so sein. Zwei Wege Reißverschlusssystem, das heißt, man kann natürlich auch hier den unteren, so,
muss ich wieder nach unten gehen. Es gibt hier natürlich auch noch eine ZIP, die man auch noch einmal öffnen kann. Das passt alles so. So, jetzt ist das Akku-Pack runtergefallen. Ach, da, mein Akku-Pack von Big Blue. Das löst sich auch schon langsam auf. Wenn dir das interessiert, schreib mal einen Kommentar. Dann mache ich auch dazu mal einen Review. Hab das Teil ja jetzt schon über ein Jahr, ganz locker. Und wenn dir das interessiert, dann erzähle ich dir auch etwas davon. So. Was kann die Jacke? Sie ist wasserfest, es geht ganz gut. Ich war jetzt im Nieselregen schon einige Male unterwegs, überhaupt kein Problem. Ich habe mich voll anregnen lassen, da merkt man halt dann schon, dass besonders, wenn es dann etwas kühler wird, das Schwitzen in dieser Jacke gegeben ist. Du siehst, ich bin hier im Bergland unterwegs und wenn ich da ein bisschen wobei ich schon viel fitter bin als noch vor einem Monat, das möchte ich gleich dazu sagen, aber egal. Wenn ich raufgehe, fange ich trotz alledem ins Schnaufen an. Da merkt man ganz einfach, dass das keine Lodenjacke ist. Und du musst die ganz einfach entscheiden. Ja? Willst du etwas haben, was komplett luftdurchlässig ist, dafür nicht wirklich wasserdicht ist oder sauschwer wie Loden? Wenn ich wirklich wasserdicht und winddicht sein will, dann hat das dementsprechende Fett, dann ist das schwer. Das hier ist leicht, das merke ich alles überhaupt nicht. Obwohl ich hier unten auch noch eine Isolationsschicht habe. Dafür ist das nicht atmungsaktiv. Das ist ganz einfach so. Aber ich bin gut vor Regen geschützt und ich bin auch, und das muss ich auch dazu sagen, gut vor Wind geschützt. Das hilft definitiv was. Und ich mag dieses Zwiebelsystem einfach aus dem Grund auch, weil es entsteht hier dann noch einmal ein Luftpolster. Da unten habe ich noch einmal ein Luftpolster. Und ja, was isoliert? Eingeschlossene Luft. Ja? Und daher eine gute Sache. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ist diese Jacke ihr Geld wert? Ich gebe da unten den Link und schau dir das an. Ich meine, das ist halt kein Bämmerl, wie man so schön sagt in Österreich, der Preis für die Jacke. Es ist kein Bämmerl, echt nicht. Und ich meine, dafür, dass du da ein Patch raufklatschen kannst und dass sie taktisch ist und dass halt das Mini Tiger draufsteht, ich finde, dass sie auch sehr gut geschnitten ist, also es ist alles schön. Es ist wirklich super, also ich kann an der Jacke nichts Negatives finden. Das Einzige, was ich schon sagen muss, der Preis, der ist wirklich heiß. Und ich weiß nicht, warum er so hoch ist. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich wollte es ganz einfach wissen und habe sie mir deswegen gegönnt. Ich werde sie in den Langzeittest nehmen, weil ich sie sehr angenehm finde. Ich werde sie auch jetzt nach dem nächsten Mal regen, weil ich merke schon, dass das schon ein bisschen unangenehmer wird. Ja. Ich habe die jetzt über einen Monat permanent im Einsatz und ich merke schon, ja, ich werde sie da mal imprägnieren, das wollte ich eigentlich sagen. Das werde ich auch tun, werde da davon berichten. Ja, und das war es ganz einfach an der Stelle. Ja, ich mag dir mal einen Kommentar bitten, was du von dieser Jacke hältst, ob du sie im Einsatz hast, was du von ihr hältst. Erzähl uns ganz einfach was, ob dir was taugt, ob der Preis zu hoch ist, ob er fair ist. Ich weiß es ganz einfach nicht. Das musst du mir sagen. Kommentar bitte. Link zum Produkt findest du auch unten. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.